befinden uns hier in Dresden auf der Bremerstraße 25, wo hinter mir eine Zeltstadt für 1100 Asylbewerber entstanden ist. Wenn man bedenkt, dass bereits jetzt 3000 Asylbewerber hier in Dresden untergebracht sind und bis Jahresende sich diese Zahl auf 4500 noch erhöhen soll, plus diese 1100 Asylbewerber, die jetzt noch vom Land Sachsen in der Erstaufnahmeeinrichtung kommen, dann denke ich, dass mir alle zustimmen werden, dass die Politik hier ganz, ganz dringend zum Handeln aufgefordert ist. Diese falsche Asylpolitik unserer eigenen Regierung ist die Grundursache dafür, dass die ganze Asylsituation hier in Deutschland, in Sachsen und auch in Dresden vollkommen aus dem Ruder läuft. Die Politik muss jetzt handeln.